Am Sonntag konnte sich die Abteilung Shotokan Karate des SV Grün-Weiß Wittenberg über einen ganz besonderen Gast freuen. Sensei Emanuel Dotze stattete den Wittenbergern zu ihrem 15-jährigen Jubiläum einen Besuch ab. In der Karl-Marx-Halle der Stadt trainierte der in Toulouse lebende Karatemeister zuerst mit den Kindern des Vereins und anschließend mit den Fortgeschrittenen. Vorstandsvorsitzende und Trainerin Bärbel Färber freute sich ganz besonders über Dotzes Besuch, den sie vor vielen Jahren in Halle kennengelernt hatte. Er hat damals, wie gesagt, wo er in Deutschland kurzzeitig lebte, in Halle gewohnt und hat dort Karate trainiert, vor allem auch für Behinderte. Also er ist sehr gesundheitsorientiert. Für ihn heißt also Karate Gesundheitssport. Und das hat mich so fasziniert. Er hat dann noch in Gräfenhainichen für einige Jahre eine Gruppe trainiert. Und ich habe mich 2002 auf meinen ersten Meistergrad vorbereitet. Und da bin ich zu ihm hingefahren und habe dort das richtige Shotokan Karate gelernt. An Dotzes Einstellung zum Karate schätzt Bärbel Färber vor allem, dass für den französischen Meister der Gesundheitsaspekt im Vordergrund stehe. Er arbeite zudem viel mit behinderten Menschen zusammen und zeige so, dass Karate mehr sein kann als ein kraftvoller Kampfsport. Das versuchte er auch am Sonntagnachmittag in Wittenberg zu vermitteln. Bärbel Färber sprach sicher nicht nur für sich, als sie ihre Freude über das Training zum Ausdruck brachte. Also für mich ist das eine ganz große Ehre, dass er sich die Zeit genommen hat und vor allem wirklich den Termin, es war mein einziger freier Termin, dass er wirklich zu diesem Termin gekommen ist und er will einfach das weiter an mich und an unseren Dojo vermitteln. Die Karateabteilung des SV Grün-Weiß Wittenberg hat derzeit etwa 80 Mitglieder, von denen die meisten Jugendliche und Kinder sind. Mit ihnen trainierte Emanuel Dotze wichtige Grundtechniken, ehe am Abend sein Zug zurückging nach Frankreich, wo er in Toulouse eine eigene Kampfsportschule betreibt. In Wittenberg hat er bei den Karatekas jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen.